Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir suchen heute einmal den Schmied auf, denn unsere Ausrüstung, unsere Rüstung, unsere Schwerter sind ein bisschen mitgenommen. Und dieser Schmied scheint nicht ganz friedvoll zu sein gerade. What the fuck am I to do? Hey? What? Meine Schwerter reparieren? What happened here? Oh, got a wee bit chilly tonight, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a plowing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. Ach, bei dir auch. Das mit dem Spucken, wenn ich vorbeikomme, kenne ich. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Das ist ja ganz nice, dass wir einen Job für dich machen können, aber ich hätte trotzdem gerne immer noch meine Sachen repariert. Wonder which of the clever buggers did it. I'll teach him. Oh, ich muss das zuerst machen? Na gut, dann kleine Planänderung, bevor wir uns um den Geist beim Brunnen kümmern und unsere Ausrüstung repariert kriegen. Schauen wir mal nach, ob wir den Brandstifter finden können. Und er meinte ja, er hat Geräusche hinter seiner Hütte gehört. Devil sits in the old oak tree, brewing cider with devilish glee, drinks it down in greedy slops. Then come Mornhausen, the devil head hurts. Ich vermute mal nicht, dass der kleine Junge hier die Schmiede angezündet hat. Vielleicht finden wir ja irgendwas hier hinten noch. Hinter der Schmiede, hinter dem Haus. Außer ein paar Pflanzen, die ich gerne mitnehme. In the old oak tree, brewing cider with devilish glee, drinks it down. Shavings from a tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. Dann folgen wir noch mal seinen Spuren. Bootprints. A man's. Large. Und auch hier, wenn man genau hinsieht, wenn man ganz genau hinsieht, kann man die Spuren erkennen, aber mit dem bloßen Auge, ohne Geralts Hexersinne, ist das echt schwer. Ja, das spätestens jetzt hätten wir es verloren. Habe ich übrigens schon mal gesagt, dass ich die Lichtstimmung, wie sie gerade ist, extrem genial finde. Das ist, wenn das Wetter neblig wird. Das gibt es erst seit der Next Gen Edition. Die Wetterstimmung gab es vorher nicht. Das sieht so richtig schön düster und atmosphärisch aus. Wo das Spiel manchmal doch sehr bunt sein kann. Nicht so bunt wie Witcher 2, aber doch manchmal schon. Stinks of piss and vodka. Geralt hat nicht nur gute Augen, sondern auch eine gute Nase. Aber die Spuren gehen hier noch weiter. Da, den einen Fußabdruck sehe ich zum Beispiel so ein bisschen unten.
Aber dann wird es auch irgendwann schwierig. Wie es aussieht, führen die Spuren zur Brücke. Ja gut, jetzt brauchen wir die Extrasinne nicht, jetzt sehe ich es doch so. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Tja, da hat er nicht mit einem Hexer gerechnet. Damn deer, strip the bark off the trees again. Aber aktuell hat er mich tatsächlich verloren. Wo bist du aus dem Wasser geklettert? Ach, hier. Ja, da ist sogar Blut. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Aber es sieht so aus, als er verwundet wurde. Lost his boots in the rush. Bleeding, but not badly. Surface wound. Na, dann folgen wir doch mal seinen blutigen Fußabdrücken. Tracks lead back to the village. Hallo, Herr Kaufmann, so sieht man sich wieder. Ich mache nur ein bisschen Fährtenlesen. Wo hast du denn hingeblutet, mein Freund? Das sagt eigentlich die Questbeschreibung. Das ist manchmal ganz interessant, weil das auch alles wieder von Rittersporn geschrieben worden ist. In Weißgarten gab es nur eine Handvoll Anderlinge. Einer von ihnen war der Zwerg Willis, ein hochtalentierter Schmied, dessen ausgezeichnete Waren Bauern von nah und fern anlockten. Tragischerweise war seine Schmiede kurz vor Geralts Ankunft abgebrannt. Willis vermutete, dass das Feuer mit Absicht gelegt worden war und bat den Hexer, diese vermutliche Brandstiftung zu untersuchen. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Die Familie sieht nicht so verwundet aus. Drowner claw marks. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa. Our arsonist's a charmer, too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies do anything for gold, they will. They forge the blades the black ones put to our throats. Am I not right? Listen, we can work this out, man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. Ich bin leider auf die Arbeit des Zwerges angewiesen. Und ich find's auch nicht ganz so cool, dass du hier ein bisschen... dass du hier deiner rassistischen Ader ein bisschen zu sehr nachgehst und das Leben von Leuten zerstörst. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Then I'll beat your fucking mug to a pulp! Probier's doch. Try me, peasant. I could use the practice. Come on, come closer. Der weicht ganz schön zurück, wenn ich pariere. Aber irgendwie kriege ich den schon noch. Muss nur nah genug rangehen, dann kann er nicht so doll zurückweichen. Er hält aber ganz schön was aus. Pathetic.
Ow! Ah! Oh, stop! Stop! I give up! Damn it! You broke my nose! But not your legs, so let's go see the smith. And take my advice. Don't try anything else. Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap! You! I knew your mom for years. Charge Ternaria copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you. I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. Yikes. Das ist wohl ein bisschen sehr hart, die Bestrafung. Und ich fürchte, ja, jetzt wird ihn das Dorf noch mehr lieben. Harsh as punishment goes, but deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. Geralt ist in der Lage, einen Doppler in einer überfüllten Stadt zu finden oder einem Gabelschwanz unter einem pechschwarzen Himmel und in 5 Meilen Entfernung zu folgen. Deshalb erwies sich das Aufspüren eines Brandstifters im Weißgarten nicht als eine allzu große Herausforderung. Wie sich herausstellte, war der Schuldige ein einfältiger Bauer, der den einfachen Freuden des Lebens zusprach, Wodka und der Verfolgung von Anderlingen. Geralt brachte den Brandstifter zu Willis. Der Zwerg rief sofort einige nilfgaardische Soldaten herbei, mit denen er, wie sich herausstellte, auf gutem Fuß stand. Die Kaiserlichen sprachen den Mann für schuldig, verhängten eine Strafe und vollstreckten diese auch sogleich. Harte Gerechtigkeit. Oder vielleicht einfach nur hart? Gut, soll nicht unser Bier sein, wie sie hier die Gesetze aufstellen. Wir wollen jetzt unsere Sachen wieder aufwerten. A return customer. Welcome. What can I do for you this time? Und wir haben ja 20 Kronen gerade verdient, auch wenn das wirklich mehr als hart verdientes Geld war. Show me what you got. Und wir schauen mal. Wir können auch irgendwas verkaufen, was wir gar nicht brauchen. Irgendwelche Müllsachen. Ah nee, können wir bei ihm nicht. Stimmt, hier war es so, dass nicht jeder Händler alles kauft. Aber hier so ein bisschen Holz. Harz, das bringt uns alles nichts. Den Rest behalten wir erstmal. Und wir gehen mal direkt zu reparieren. Das Silberschwert, 3 Kronen, ja, die darfst du gerne haben. Das Stahlschwert, da will er schon ein bisschen mehr für haben, ne? Ne, auch nur 3 Kronen. Ne, das geht ja. Was willst du denn für das, was wir gefunden haben? 30 Kronen, so heruntergewetzt ist das. Ah, ich sehe schon, das ist schon auf 70% Qualität runtergewetzt. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal bei der Ausrüstung bleiben, die wir haben. Für knapp 10 Kronen alles wieder frisch gemacht. Finde ich gut. So long. Denn ich hatte auch nochmal geguckt. Ich dachte ja erst, das, was wir gefunden haben, ist viel besser als das, was wir tragen. Ja, es hat zwar ein bisschen mehr Schaden, wenn wir es reparieren. Aber unser Hexerstahlschwert aktuell hat 25 Rüstungsdurchbohrung. Und ich glaube, das macht den bisschen mehr Schaden, den das Kurzschwert aus Stahl hat, mehr als wieder wett. Und entsprechend ist es auch viel mehr Geld wert. Also bei den Witcher-Spielen ist es immer ganz gut zu gucken, wie viel Wert hat die Waffe oder die Rüstung laut dem Spiel. Und 32
verglichen mit 21 spricht eine deutliche Sprache. Und die Nacht bricht gerade herein. Dann können wir uns bald um den Geist kümmern. Ich möchte jetzt nur noch mal ein, zwei Ertrunkene jagen. Und das können wir auch gut in der Nacht tun. Ja. Denn wir brauchen noch ein Ertrunkenenhirn für unseren Schwalbetrank. Und ich weiß schon, wo wir die finden. Weiter geht's, Plötze. Du kannst später grasen. Ganz in der Nähe da, wo wir den Greifen gesehen haben, waren auch Ertrunkene zu sehen. Den statten wir mal kurz einen Besuch ab. Und ich sehe eine Bienenwabe. Da können wir auch gleich mal was testen. Sorry, Plötze. Denn wenn man die anzündet, dann war es das mit den Bienen. Und wir können den Honig ernten. Und Honig ist gerade am Anfang ein super Lebensenergiespender. Und wir haben ja gelesen von der Kräuterfrau, die Honig für viel Geld ankauft. Und das stimmt, die gibt wirklich einen sehr guten Preis dafür. So, wenn wir dem Weg hier folgen, müssten wir früher oder später auf Ertrunkene treffen. Ja, ich sehe sie schon. So, Waldkauztrank. Ich glaube, den werde ich mal schlucken. Warum kann ich jetzt nicht speichern? Geht doch. Denn die Tränke in diesem Spiel sind mehr oder weniger Buffs, die man jederzeit auf Knopfdruck aktivieren kann. Aua. Doch nicht alle gleich auf einmal, Jungs. Das ist ein bisschen viel. Ihr kommt doch alle dran. Aua, aua, aua. Ganz ruhig. Ah, das war der erste Trunkene, den wir gekillt haben. Noch einer, sag mal, seid ihr wahnsinnig? Ich spiele auf Todesmarsch, könnt mir doch nicht so kommen. Das wird ganz schön eng jetzt hier, muss echt aufpassen. Ja, die brennen nicht so häufig, wie ich es gern hätte. Das war knapp. Ich hätte zwischendurch auf Brot oder Wasser schlucken können. Aber ich dachte, ich probiere es mal so. Oh, es waren ganz schön viele. Da sind auf jeden Fall die ertrunkenen Gehirne, die ich haben wollte. Und denen ist unser Schwert auf jeden Fall nicht bekommen. Frisch geschärft beim Schmied. Noch irgendwo Loot? Nee, ich sehe nichts mehr. Zeit, unseren Schwalbetrank herzustellen. Da können wir direkt mal einen von schlucken. Der gute, vertraute Schwalbetrank. Oh, komm zu mir, Lebensenergie. Dazu noch ein bisschen Brot. Und dann müsste das eigentlich... Genau, die beiden Buffs laufen jetzt gleichzeitig ab und heilen uns. Das war ganz schön spicy, der Kampf. Und da sieht man wieder den Schwierigkeitsgrad, den wir spielen. Ja, ein Schwalbetrank
hält leider nur 20 Sekunden am Anfang. That's it, Roach. Das sind aber alles Sachen, die können wir aufleveln, wenn wir den Alchemie-Pfad beschreiten. Und ihr kennt mich ja, wir werden den Pfad beschreiten. Dann sind wir jetzt theoretisch bereit, den Geist von dem Ort zu lösen, den er heimsucht. Den Geist von der Claire, die im Brunnen aufgehängt wurde. Und ich schluck mal noch einen Schwalbetrank, damit wir voll geheilt sind. Wir müssen eh gleich meditieren. Dann verbrauchen wir den Alkohol, den wir dabei haben, und alle unsere Alchemie-Sachen werden wieder regeneriert. Und wir sind in der ersten Nacht in The Witcher 3. Es wirkt so friedlich, wenn nicht gerade jemand quasi am Baum frisch aufgehängt worden wäre. Come on. Hey there. So, Plötze, du wartest hier wieder. Sorry, dass du vorhin einen Funken von Igni abbekommen hast. Das war keine Absicht. So, was sagen unsere Tränke? Wir hätten theoretisch noch einen Schwalbetrank, aber ja, wir werden eh meditieren müssen, sonst müssten wir jetzt warten, bis der Tag wieder anbricht. Oder das erledigt die Cutscene für uns, das kann auch sein. Testen wir das doch mal. Vielleicht wartet Geralt automatisch bis zur Mittagszeit. Weil an sich müsste ein Schwalbetrank und zwei Wildcoats-Tränke reichen. Was macht das Reh hier? Reh, jetzt geh doch mal weg. Los, husch. Weg mit dir. Na gut, wenn du hier grasen willst, kannst du das auch machen, aber... Wir haben hier zu tun. So, wo ist denn das Skelett? Hier. Noonwraith won't stray too far from the well. Ja, das wissen wir ja schon. So, wir müssen jetzt das Skelett mit dem Armreif verbrennen, den wir unten im Brunnen gefunden haben. Und dann müsste der Geist auftauchen. Tun wir's. Vielleicht ist es auch gar nicht tageszeitabhängig, wie ich erst dachte. And the bracelet. Igni. Hey, I think it worked. Ups, nee, ich wollte nicht ins Menü. Er braucht schon einen Heiltrank, wenn er nie getroffen wird. She's gone. For good. Ja, das lief doch mal glatt. Und wir nehmen sehr viele coole, wertvolle Gegenstände an uns. Unter anderem auch ein Mittagserscheinungsmutagen. Und eine Trophäe als Beweis, dass wir den Geist erlegt haben, was in diesem Fall ein Säckchen voller Überrest ist. Und der müsste jetzt auch an unserem Pferd befestigt sein, denn Geralt regelt die Hexeaufträge so, dass immer eine Trophäe, wie früher bei Witcher 1, abgeliefert wird. Damals hatte er sie noch am Gürtel hängen. Er hat hier sogar den Trophäenhaken
noch an seiner Rüstung, aber die Trophäen hängt er jetzt immer ans Pferd, weil manche sind auch sehr groß und sehr große Köpfe, die er da abschneidet. Und dann gibt es auch immer eine kleine Cutscene, das war jetzt nur bei dem Geist nicht so. Genau, wir haben ja Plötze hier zurückgelassen. Und da hängt jetzt dieses kleine Säckchen. Da ist jetzt, sind jetzt die Überreste drin vom Geist. Und die liefern wir mal ab. Beziehungsweise werden wir dafür einmal meditieren. Auch wenn wir es jetzt nicht mehr machen mussten. Dann müssen wir den Bauern nicht aus dem Schlaf reißen. Wehen auch noch ein paar Nebelschwaden durch die Nacht. Fast ein bisschen gruselig, wenn wir den Geist nicht gerade schon gekillt hätten. Immerhin kein Werwolf, der hier durch die Nacht streift. Die Straßen von Weißgarten sind wieder sicher. So, wir meditieren mal eine Runde und dann liefern wir den Auftrag ab. Und Plötze geht erstmal eine Runde essen. Tschüss, Plötze. So, 9 Uhr morgens, das sollte passen. So. Job erledigt. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Or that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker, names ring a bell? I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe? Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, there's hope for it at least. Und auch hier wieder lohnt es sich, die Belohnung auszuschlagen. Das ist nicht so, weil ich immer der strahlende Ritter oder Held sein will hier, das ist Geralt sowieso nicht, sondern weil man ironischerweise etwas Wertvolleres bekommt als die 25 Kronen, die wir vereinbart hatten, wenn ich die Belohnung ausschlage. Und hey, nett sein und mehr belohnt werden? Warum sollte man es nicht tun? At this point, doubt I'll ever marry. You keep the coin for Mandy, her wedding. Raise a toast to my health then. Thank you, Master Witcher. Them's warm words, you've a good heart. But I can't let you go empty-handed. Take this at least. Denn er gibt uns als Belohnung einen Amethysten. Das ist ein, ich glaube, ein Halbedelstein. Aber einer, der mehr wert ist als 25 Kronen. Schauen wir mal. Ich glaube, der war 50 wert. Ne, 120. Das heißt, selbst wenn uns ein Händler nur die Hälfte dafür gibt, was der wert ist, kriegen wir 60 Kronen dafür, wenn wir den nur verkaufen. Also, das ist mehr als das Doppelte, was wir in Geldform bekommen hätten. Ja, die Questbeschreibung hat nichts Interessantes mehr. Und die Patrouille scheint hier öfter mal lang zu laufen. Ihr habt alle nichts zu tun, ne? Ich frage mich, ob man den Menschen jetzt irgendwo finden kann. Den Brandstifter aufgehangen. Weil The Witcher hat tatsächlich oft die Eigenart, dass wenn Leute zu irgendwas verurteilt werden oder irgendein Questende, dass das, was man hört, auch tatsächlich umgesetzt wird. Das heißt, der hängt jetzt hier auch irgendwo. Bei dem Quest bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich kenne da einen anderen Quest, der später kommt, wo man jemanden noch finden kann, nachdem die ganze Geschichte vorbei ist. So, damit könnten wir jetzt den Hauptquest weitermachen. Und wir werden uns auch mal hier so ein bisschen in der Gegend umsehen, einfach weil wir es können. Aber ich glaube, ich werde erstmal
zur Kräuterfrau reiten, denn ich weiß aus meiner Erinnerung, dass die hier ist. Und da oben sind ja das Nilfgaardische Lager, wo Yennefer durchgeritten sein soll. Deswegen nehmen wir einfach mal die Kräuterfrau mit auf dem Weg und reiten dann direkt dahin, wo uns der Hauptquest hinführt. Und plötzlich so, ich höre nicht, wenn du pfeifst, ich bin am Fressen. Ne, da bist du plötzlich taub. Lecker Gras, nom 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 nom. Let's go! Ja, komm, du hast genug Pause gemacht. Nee, aber von der Lore-Perspektive aus hätte Geralt... Haben wir das nicht letzte Nacht schon durchs Fenster gehört? I don't know. Kings do the fighting. Gideon. Peasants do the dying. Schnell weg hier, bevor dieser Reim wieder endlos wiederholt wird. Schnell weg, schnell weg. Ab zur Kräuterfrau. Let's go! Oh, the strange things he saw. Yeah? What things? They don't live in separate huts, but all in one big ass, like ants in an anthill. And just like ants, they blindly serve and obey all their work from dawn to dusk, knowing no rest or comfort. Is that how we're gonna live now? Must be. Tavern will be first to go. Slow now. Then they'll ban ooch making altogether, and then they'll start flogging us about the fields, rain or shine. Ach ja, die Leute sind so fröhlich. Wir könnten jetzt Kreuzfeld einreiten, aber wir sind mal ein braver Bürger und benutzen die Wege. Mehr, ihr Schafe. Nee, was ich gerade sagen wollte. Take it easy. Von der Lore-Perspektive hätte Geralt die Belohnung des Hexer-Auftrags niemals ausgeschlossen. Hätte er niemals abgelehnt. Weil die meiste Zeit über hat er kein Geld und ist ziemlich ausgebrannt. Und die Leute zahlen ihm eher immer zu wenig. Aber von der Game-Perspektive her wusste ich halt, dass die Belohnung so viel besser ist, ne? Whoa there, Roach. What next? A flood? Es klingt so, als würde es regnen. Tut's laut Wetterradar auch, aber ich sehe noch nichts. Muss ein sehr leichter Regen sein. Ein kleiner Nieselregen. Hey there. Ja doch, jetzt sehe ich es ein bisschen. Ihr seht das wahrscheinlich auf YouTube gar nicht. So, hier lebt die Kräuterfrau. Sagen wir mal hallo. Oh, sie ist gar nicht hier. Die Tür ist zu. Das habe ich auch noch nicht häufig erlebt. Na dann, plündern wir mal ihren Kräutergarten. Das wächst ja alles wieder. Warum schreist du so, Lady? Ja, hier sind Wölfe in der Nähe, aber... Ihr macht das schon, ne? Anscheinend müssen wir erst zu den Nilfgaardern reiten. Und erst danach wird die Kräuterfrau hier anwesend sein. Ich glaube, sie hing auch mit irgendeinem Quest zusammen. Wahrscheinlich muss der erst kommen. Oh, jetzt regnet's. Die ganze Atmosphärepackung hier heute wieder. Nebel, Nacht, Regen. Genießen wir einfach mal die Atmosphäre. Da ist ein Wolf. Sorry, ich kann nicht zusehen, wie du hier irgendwelche Bauern angreifst. Oh, da ist noch einer.
Hat der Nilfgaarder direkt mal mitgeholfen. Ja, ja, ist ja vorbei, Junge. Alles gut, du darfst wieder weggehen. Geh mal weg, ich muss Honig ernten. Ja, der registriert gerade nicht, dass die Wölfe nicht mehr da sind. Naja, wir gehen mal weiter. Und genießen wieder die Atmosphäre, nachdem der Wolf gestört hat. Ich höre schon wieder Wölfe heulen irgendwo. Oh ja, da sind jede Menge. Come on now. Aber ich glaube, die würde ich lieber umreiten jetzt, als schon wieder ein ganzes Rudel zu bekämpfen, gerade auf dem Schwierigkeitsgrad. Come on, Roach. Und wenn sie keine Menschen angreifen, dann tun sie ja niemandem was. Daher reite ich mal drumherum. Oh, hier ist Giftnebel. Schön weiter plötzlich. Slow now. Sorry, Schwert aus Versehen gezogen. Ja, ja, war ein Versehen. Take it easy. Avon, Ealba. Ich wollte sie gerade dabei beobachten, wie sie Liegestütze machen. Ja, schön weitermachen. Aber hey, sie sind direkt bereit zu kämpfen, muss man ihnen lassen. Geh da mal hoch, ne? Hast du sicherlich nichts dagegen. The Emperor shall guide us straight to Novigrad. Ja, müsst ihr mal sehen, ob er dahin kommt. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you. You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. So, das soll das Lager sein, wo Yennefer durchgeritten ist oder kurz was gefragt hat oder wo sie sie gesehen haben sollen. Von daher erkunden wir uns mal bei dem Captain. Und hier gab es auch einen Schmied. Da können wir direkt mal unser unnötiges Zeug verkaufen. Requisition the share of your harvest. Aye, Your Excellency. I know there is... Password. Don't know any. So, out for a little walkie, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters.
They got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Ich kenne ein schönes Kartenspiel, wie wär's? Morale holding up around here? You boys think you can win this thing? Ah, a spy after all. Or one to stir trouble. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? Dann zeig mal, was du so hast. Show me where you're peddling. Ja, er hat halt die üblichen Schmiedesachen, ne? Und wir können mal das Schwert verkaufen, was wir gefunden haben. Ich meine, viel kriegen wir dafür nicht, aber das können wir gleich wieder nutzen, um unsere Sachen zu reparieren. Zack. Alles wieder frisch. So long. So, und hier oben ist der Kommandant des Lagers und mit dem werden wir beim nächsten Mal sprechen. Während es weiterhin noch atmosphärisch am Regnen ist. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, Leute. Schauen wir mal, ob wir einen Hinweis auf Yennefer finden. Bis dann. Euer Chris.